Hallo, willkommen zurück in den Schatten. Willkommen zurück zu Shadow. Ja, im letzten Part haben wir ja den zweiten Level fertig gemacht. Und den Speziallevel. Ja, und heute fangen wir mal mit dem dritten Level an. Der Level, der, wie ihr schon sehen könnt, ist nicht gerade. Ja. Leider können sie nicht von beiden Seiten kommen. Man muss hier beide Seiten absichern. Das ist schon nicht gerade. Ja, angenehm. So. Jetzt nehmen wir hier mal die Pumpen auf. Stehen. Hier mal den Collector aufstehen. Ein Bouncer aufstellen. Oder auch nicht. Ich stelle lieber das so einen auf hier. Und hast du ziemlich schnell hier den Kollektor auf. So. Ja, das ist nämlich nicht gerade leicht. Da kommen sie nämlich gleich auch von der anderen Seite. Man ziemlich schnell zusehen, dass man halt die andere Seite auch noch mit absichert. So. Ich hoffe, dass ich jetzt schnell genug Energie zusammenkriege. Das ist. Tut mir leid, Leute. Ich habe momentan hier wieder ein bisschen Standbild. Keine Ahnung, was hier schon wieder los ist. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt in der Aufnahme genauso ist. Aber ich habe hier momentan Standbild. Da geht gar nichts mehr. Hallo, hallo. Ich will mal hoffen, dass er sich jetzt wieder einfängt. Na, fängst du dich? Ja. Gut, momentan kommen sie noch von der einen Seite. Das ist gut. So, jetzt muss ich auch ein bisschen hier. Gut, dann haben wir alle drei. So, jetzt müssten sie eigentlich auch, dritte Welle müsste eigentlich auch von der anderen Seite kommen. Die ziehen sich ja jetzt auch erstmal hier ab. So. Oh, jetzt wieder neue Gegner. Jetzt kommen wieder neue Gegner. Ah ne, das sind die Schlangenviecher hier. Slider frei. Ja, das sind so fliegende Viecher. Da können meine Türme nicht so richtig was machen. Das ist fies. Da können nicht nur meine Shooter was machen. Der kommt durch, Mist. Ja. Ja, aber zum Glück haben wir ja schon den Extra-Level gemacht, dass unsere Türme so ein bisschen mehr Schaden ausrichten können. Ja, das ist fies, ja. Das ist sehr fies. Ja, oh, der kommt. Ja, ist durchgekommen. Kann ich ihn da aufstellen? Nein. Gut, dann stelle ich da nochmal einen auf. So, jetzt. Ja, jetzt seht ihr das. Jetzt kommen sie nämlich auch von unten. Jetzt kommen sie nämlich auch unten lang. Jo. Genau, jetzt stelle ich hier noch einen Shooter auf. So. Jetzt kommen sie nämlich. Naja, gut, momentan kommen sie nur von unten jetzt. Den aufrüsten. So. Wo kommen sie jetzt lang?
Hä? Ja. Ich wollte schon sagen, ey, kommt da gar nichts mehr? Freischasche wieder. Ich meine, jetzt kommen die nächsten Schlangenviecher, die kommen ja auch hier unten lang jetzt. Deswegen muss ich auch gleich zusehen, dass ich denn so schnell wie möglich hier einen Shooter aufbaue. Ja, Shooter aufbauen. Ja, die werde ich jetzt auch als nächstes aufrüsten, die Shooter. Wenn da nicht schon wieder stottern würde. Ganz kurz. So, ja gut, momentan habe ich noch Glück. Momentan kommen sie nämlich nur unten lang. Aber nachher, da wird das fies, ey. Da kommen sie nämlich hier lang und da lang. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt im normalen Modus war oder ob das nachher nur nachher im Nightmare-Mode kommt. Ja, diese Schlangenviecher, die sind fies, ey. Vor allem, wenn die Türme gerade auf andere Gegner zielen. So. Damit. So, jetzt kommen sie wieder oben lang, ne? Hab ich doch gerade noch einen gehört. Ja, jetzt wird dieser, dieser Zauber nicht schlecht, wo man so ein bisschen den Nebel aufdichten kann. Denke ich mal am besten so einen Boost nehmen. Das wäre, glaube ich, besser. Ich sehe, jetzt kommen sogar mehrere Schlangen auf einmal, ey. Das ist auch blöd, ey. Ja, aber hier habe ich ja auch schon so viele Schlangen aufgestellt. So, komm schon. 60. Ja, komm durch. Naja. Es ging. So. Da kommt ein Kreischer lang, da kommt ein Kreischer lang. Muss ich mal ein bisschen aufsetzen hier. So. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob in diesem Level Eier kamen. Ratte und geh weiter! Ich werde meine Türme mal wieder reparieren. So, jetzt hier richtig kaputt gehen. Ja, jetzt, das meinte ich ja. Jetzt muss man sich schon hier über so eine große Fläche um zwei Seiten kümmern. So. Aber dass bis jetzt noch keine großen, richtig großen gekommen sind eigentlich. Werde ich wieder erstmal wieder einen Boost nehmen.
einen aufstehen hier. Jo. Was kommt? Was ist das denn? Ach, so eine Riesenschlange auch noch. Und da habe ich natürlich jetzt nicht unbedingt das Richtige für. Der kommt vor allem hier oben lang. Oh Mann. Bitte durchkommen. Oh Mann. Das ist nicht gut. Oh. Ja gut, das sieht aber doch gut aus. Ich dachte schon, aber der ist doch schon weit vorangekommen. Ja, und dann stellt euch diesen Gegner mal im Nightmare-Modus vor, ey. Doppelt so viel aus. Ja, das ist schon nicht leicht dann. Ja, naja, gut. Der Level hat jetzt aber doch ganz schön lange gedauert, also. Jo, was haben wir denn auf 10 Minuten? So, das haben wir auch. So, was haben wir denn jetzt mal? Ich denke mal, wir nehmen jetzt erstmal wieder einen neuen Zauber. Genau, die Gegner verlangsamen. So. Ja, da werden halt die Gegner für eine gewisse Zeit langsamer. Weiß nicht, fangen wir jetzt. Oh. Ja, das ist halt die Endwelt, also der Bossgegner. Oh, what a frightening rock. What is it? Was für ein Fall. I reckon it is in our way to other memories. Look! All the pictures we found are hovering near it. Hmm. Let's go closer and watch. Du willst da wirklich näher rangehen und gucken? Ja, der Bunker, der klaut jetzt natürlich die ganzen Erinnerungen. Nee, Quatsch, durch die Erinnerungen, die man freigeschaltet hat, ne, wird er halt erweckt oder irgendwie sowas. So, jetzt fügen sich die ganzen Erinnerungen, die man gesammelt hat, zu einem Bild zusammen, mehr oder weniger. Deswegen, ich sag ja, also ich habe die Story noch nicht so richtig kapiert. My head. Oh mein Kopf. I can nearly remember, but something prevents me to. Ein bisschen an mehr erinnern. Come on, William. Close your eyes and forget the whole story. We're looking after everything. Your scare is paralyzing you, Will. You have to face it. You have to overcome. You can do it. Don't listen to him, or you will rue the day. Ja. So, naja, nee, ich denke mal, ich würde jetzt nochmal ein Spezialbattle reinpacken. Das habe ich mir nochmal kurz angeguckt. Also, das ist schon. Das ist eigentlich auch schon ziemlich lustig. Ne? Das ist nämlich, Minigame Energy Infuse. Da fehlt nämlich die Energie für die Türme. Da muss man jeden Turm sozusagen einzeln anschalten. Ja, mal schauen. Ja. So. Nee, gehen wir erstmal hier lang. Ihr könnt auch sehen, die Türme sind alle auf der höchsten Stufe, die es gibt. Na? Thank you.
komm schon. Oh Mann! Ja, momentan gelingt es mir gar nicht so richtig. Komm, geh kaputt, Mensch. Ja, momentan gelingt es mir gar nicht so richtig. Naja, komm natürlich komplett rein. Komplett vergessen hier. So, dass ich jetzt mal schnell zum Eier da kaputt kriege. Na komm, geh kaputt. Ist auch reingekommen, wunderbar. Nee, momentan läuft es doch nicht so gut. Also ich hätte es schon ein bisschen anders gesehen, dass es ein bisschen besser läuft. Oh Mann. Das sieht gar nicht gut aus. Wenn der Dicke noch durchkommt, ist sowieso Feierabend. Nicht gut. Durchgekommen. Ne? 4, 3, 2, 1. Ja, wir haben es geschafft. Okay, das war jetzt aber extrem knapp, ey. Heieieiei.
Ja, also diese Speziallevel, aber dafür bringen diese Speziallevel auch extrem viel. Jetzt nochmal gucken. Der hatte mir, glaube ich, 50 Energieeinheiten pro Levelstart mehr gebracht. Da hat man dann 50 Energieeinheiten mehr. Ne? Ja. Man hat 50 Energieeinheiten zu Levelstart mehr. Kampf beginnt, hat man halt 50 Energieeinheiten mehr. So. Ja, das sieht doch schon mal ein bisschen, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, ne, Leute? So, also, trotzdem, das war doch mal wieder eine ziemlich gute Runde für heute. Ja, im nächsten Part, denke ich mal, werden wir wohl erstmal alle Level soweit den Nightmare-Modus fertig machen. Damit wir für den Endkampf gerüstet sind. Ja, also, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt keine Albträume. Bis zum nächsten Mal.